Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehe mal davon aus, dass Sie alle lesen und schreiben können. Und ich gehe ferner davon aus, dass in Ihrer Schulzeit Sie nur mit sehr wenigen Kindern, Mitschülern, Mitschülerinnen zu tun hatten, die nicht lesen konnten. Bei mir war das der Fall. Ich bin auch schon etwas älter als Sie, als die meisten von Ihnen. Und man hat sich so eigentlich daran gewöhnt und ist für selbstverständlich gefunden, dass alle Leute lesen und schreiben können. Das ist ja auch sehr wichtig. Und, aber in letzter Zeit, in den letzten Jahren, kamen mehr und mehr Berichte auf über Kinder, die in der Schule nicht lesen gelernt haben und dann auch durch Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen, die andere Sprachen sprechen, andere Schriften haben, auch diese Zahl von Erwachsenen größer geworden ist, von erwachsenen Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Das ist für eine Gesellschaft, das ist für die Einzelnen, die betroffen sind, ich kenne da einige, für die ist das sowieso schon schwierig. Die müssen also sich dauernd verstecken und ihr Nicht-Lesen-Können müssen sie vertuschen, wenn die da ein Formular ausfüllen sollen, dann sagen sie, ich habe gerade die Brille vergessen und so weiter und so fort. Das ist also schon erniedrigend für die Personen selber, auch gefährlich, wenn sie Warnschilder nicht lesen können. Aber für die gesamte Gesellschaft ist das auch gefährlich, wenn Personen nicht Warnschilder lesen können, aber auch, und wir haben heute Morgen über Ford gesprochen, ist es auch für Standortentscheidungen von Firmen wichtig, wie weit in einer Bevölkerung das Lesen und Schreiben bekannt ist. Also im Idealfall, und so war das bei uns auch mal, sind das 100%. Da ist also das ein oder andere Kind vielleicht einmal dabei, was nicht lesen gelernt hat. In meinen Schulen, die ich geleitet habe, und das waren Schule für behinderte Kinder, haben immer alle Kinder lesen gelernt, alle, ausnahmslos. Und es ist auch ganz logisch und viele Menschen machen sich da keine Gedanken drum, dass das Lesenlernen nicht, das ist nicht schwieriger als das Verstehenlernen. Das ist der gleiche intellektuelle Aufwand. Wenn also ein Kind versteht, komm herein, kann es das auch lesen. Das ist nur der Unterschied von akustisch zu optisch. Und auch das Schreiben lernen ist im Grunde die Übersetzung von dem Motorischen halt eben, man schreibt es oder man spricht es. Also auch nochmal akustisch und optisch. So, jetzt zu dem Thema. Also wir sind der Ansicht, inzwischen wird oft geschrieben, oft berichtet, dass sehr viele Menschen in unserem Land nicht lesen und schreiben können. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Und das kann man am besten und am ersten in der Schule beheben. Also zum Beispiel Grundschule, das wäre der richtige Platz. Und dann Gemeinschaftsschule, ich denke, dass das Gymnasium da nicht, dass das Gymnasium da nicht ein Feld ist, wo das Problem auftaucht. Aber in der Schule, nach dem Programm, so wie ich das noch kenne, war die Aufgabe der ersten Klasse, den Kindern das Lesen beizubringen. Natürlich hat das nicht bei allen Kindern geklappt. Der Herr Kommerson, der ist ja immer ganz, wenn es um Schule geht, immer sehr interessiert und redet jetzt auch mit dem Herrn Wagner und die sind auch lustig, das ist schön. Aber das ist ein sehr wichtiges und trauriges für die Betroffenen, trauriges Problem. Und es steht uns hier im Saarlandtag auch an, sich mit diesem viele Teile der Bevölkerung betreffenden Thema ernsthaft auseinanderzusetzen. So, es gibt auch viele Kinder, wie gesagt, die diesen Kurs in der ersten Klasse nicht schaffen und dann durch schulpolitische Maßnahmen, die ich nicht bewerten möchte. Normalerweise hat man früher ein Kind dann die Klasse wiederholen lassen, was auch nicht ohne Probleme war. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn nie ein Kind sitzen lassen, aber das hat dann dazu geführt, dass es zumindest mal lesen lernen konnte. Es gibt jedenfalls die Situation in unseren Schulen, dass Kinder von der Grundschule in die Gemeinschaftsschule wechseln, ohne lesen zu können. So, und dann ist natürlich die Frage, ist es die Aufgabe der Gemeinschaftsschule, den Kindern Lesen beizubringen, weil da andere Aufgaben anstehen, andere Fächer und so weiter und so fort. Das heißt, die Kinder fallen durch ein Sieb durch.
So, und unser Antrag, der zielt darauf hinaus, weil das ist immer die erste Stufe einer Aktion, dass man zuerst einmal eine Bestandsaufnahme macht. Und weil wir ja... Weil nicht dort, nicht bitte die Uhr anhalten. Bitte? Herr Abgeordneter Kommerson, auch an die Bitte an Sie, sich zu Wort zu melden, wenn Sie längeres Zwischenruf machen. Gut, ja. Ein längerer Zwischenruf, auf den ich jetzt antworte. Die Bäume erkennt man an den Früchten und die Leistungen erkennt man am Schluss am Ergebnis. Und wenn es halt eben so viele Leute gibt und wenn es so viele Leute gibt, die nicht lesen können, das müssen wir alles abziehen hier, Frau Ries, ne? Das geht ja nicht. Sie müssen ja nicht antworten. Ja, gut. Sie können Ihre Rede durchaus halten. Wir müssen nichts abziehen. Also ich denke, wenn man tätig werden will, muss man eine Bestandsaufnahme machen. Und die sieht so aus, es gibt sehr viele Kinder, die nicht lesen und schreiben können. Das hätten wir gern ein bisschen genauer, damit man weiß, wo man angreifen kann. Herzlichen Dank.